Schau mir in die Augen, Kleines, und sag mir, was du siehst. Hallo, hallo, hallo und ein romantisches Willkommen zurück zu Die Sims 4. Meine lieben Freunde, hier wird aber rangegangen. Jawohl, wir haben... Oh Gott, hallo, ist ja gut. Ich weiß ja, dass ihr das nicht... Oh nein, Luke, nein. Mit Luke hatte ich was? Wieso hatte ich hier mit allen irgendwie was? Leute, was ist los? So, meine Lieben, ja, unser romantisches... Also eigentlich wollten wir ja nur so ein bisschen mit David und Allison hier den Tag verbringen. Aber wie man sehen kann, wird hier doch relativ viel reininterpretiert. Man scheint hier so ein bisschen die Funken fliegen von einem Auge zum anderen. Man kann die Anziehungskraft regelrecht spüren. Und beide sind inzwischen echt total kokett dabei. Also für wen von beiden das wohl hier mehr bedeutet, das sei nochmal dahingestellt. Aber wir sehen auf jeden Fall, dass es Allison sichtlich Spaß gemacht hat. Ich lasse das jetzt geschehen. Einfach nur, weil ich das nicht kontrolliert habe. Daisy. Okay, ich dachte jetzt, sie gibt ihm wirklich so den richtigen Kuss, so den auf den Mund Kuss. Oh nein, Ethan. Ethan sieht es. Ethan ist entspannt, weißt du? Ich knutsche einen anderen Mann und er ist völlig entspannt dabei. Siehst du, so muss das sein. So, okay, also unsere liebe Allison scheint hier wirklich großes Interesse am David zu haben. Und der Plan, dass die beiden so ein bisschen vor Summer flirten, scheint auch tatsächlich jetzt in die Tat umsetzbar zu sein. Denn sie haben ja jetzt eigentlich genug geübt. Und deswegen würde ich mal sagen, wie wäre es, wenn wir jetzt nach Hause gehen und das Ganze zu Hause weiter fortsetzen. Denn das war ja, wie gesagt, eigentlich der ursprüngliche Plan. Deswegen... Oh, Don Lotario hasst mich und Luke hasst mich auch so. Sim nicht verfügbar für eine Reise. Oh Gott. Oh Gott, wieso? Wieso? Oh Gott, ist sie tot? Ist sie schwanger? Hat sie eine Krankheit? Was ist... Oh Gott, wieso bist du auch nicht verfügbar für eine Reise? Oh Gott, sind sie alle... Oh Gott, ist mein Haus abgebrannt? Waren sie alle dabei? Oh Gott, was ist denn jetzt passiert? Okay. Psst. Wird schon nichts passiert sein. Alles ist gut. Oh Gott, was ist wirklich, wenn sie jetzt schwanger sind alle? Was ist, wenn Summer jetzt wieder erwartend schwanger wäre von irgendeinem ihrer Lover? Nein. So soll die Story... Nein. Was ist, wenn Flora jetzt schwanger ist von einem ihrer Lover? Nein, Flora hat keine Lover. Ich glaube einfach, dass die gerade ein bisschen beschäftigt sind oder schlafen oder so und deswegen nicht geweckt werden möchten. Also, ich glaube... Alles andere wäre zu viel hineininterpretiert. Aber ich werde es jetzt wirklich so machen, dass wir jetzt wirklich diese Situation nutzen. So, wo ist Summer? Ich glaube, sie liegt im Bett, oder? So, warte. Nee. Lucy, die eigentlich bei der Arbeit ist, geht nochmal zur Arbeit. Sehr gut. Wo ist Summer? Ah, okay, da oben. Okay, Leute. Dann würde ich mal sagen, wir gehen gemeinsam hier oben hin. Während unsere Summer ihr Mahl genießt, ihre Asia-Hühnchenpfanne bei unserem lieben Lee oben im Apartment. Ich weiß zwar nicht, warum sie jetzt genau bei Lee im Apartment das futtert, aber na gut, was soll's. Hey, nee, weiter essen. Hier kommt nämlich das frisch verliebte Pärchen, Mensch. So, warte, wir müssen uns direkt hier vorne aufstellen. Wir müssen das direkt hier vor ihren Augen machen. Ey, ist das ein perfider Plan. Richtig gut, wirklich gemein, aber sie hat es, denke ich mal, verdient. So, jetzt hier aber, los geht's. So. Gucke, Summer, guck genau hin. Summer, guck genau hin. Hallo? Guckt sie jetzt hin oder was ist jetzt bei ihr kaputt? Interessiert sie das gar nicht, was wir hier machen? Summer, hallo. Guck doch mal. Dreh dich doch mal bitte um. Guck mal, er gibt ihr sogar eine Rose. Ey, komm. Ist sie wirklich... Interessiert sie sich wirklich so wenig für ihren eigenen Ehemann? Sie guckt jetzt... Ich drehe sie jetzt einfach mal um. So, bitte dreh dich um und jetzt guck direkt zu.
Siehst du das? Hallo, er flirtet mit deiner besten Freundin. Siehst du das? Sie umarmen sich und das nicht auf die freundliche Art. Sie umarmen sich auf die sexy Art. Die wirklich sexy Art. Sie, ist das ihr Ernst? Sie interessiert, sie geht einfach weg. Was ist los mit ihr? Aber gut, nein, warte, geh weg, geh einfach weg, geh, aber geh mit Gott. Warte mal, aber das ist ja wirklich der Hammer, sie steht direkt daneben und ich muss wirklich sagen, ich bin schwer schockiert von Summer. Also, ich glaube, auch David ist jetzt so ein bisschen gerade verwirrt, denn sie steht einfach da und ist glücklich. Sie freut sich einfach, sie tanzt, sie ist happy und sie flirten hier so offensichtlich wie kein anderer. So, jetzt mache ich jetzt hier der ultimative... Okay, jetzt brauche ich es auch nicht mehr machen. Ich wollte nämlich gerade den letzten ultimativen Schritt gehen und zwar nochmal den Kurs. Aber den machen wir jetzt auch. Wir zeigen ihr jetzt, dass wir das ernst meinen. So, wir gehen jetzt zusammen dort unten hin, weil sie geht einfach weg. Es ist ihr sowas von scheißegal, was wir hier machen. Wir flirten. Vielleicht müssen wir aber tatsächlich einfach die Grenze von Flirten überschreiten und tatsächlich hier vor ihren Augen regelrecht rummachen. Denn ich möchte, dass David tatsächlich jetzt diese Grenze überschreitet und sagt, okay, ich küsse jetzt eine andere Frau direkt vor den Augen meiner Frau. Dann, spätestens dann, sollte ihr klar sein, dass David dieses Gehabe hier von Summer überhaupt nicht gerne sieht. Und das sollte das jetzt eigentlich nochmal symbolisieren. Und vielleicht wird ja Allison daraufhin total verwirrt sein und mit diesem Kuss, diesem wirklichen Kuss, weil so weit wollten sie ja eigentlich ursprünglich gar nicht gehen. Vielleicht wird sie daraufhin zu viel reininterpretieren. Hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Sie gehen... Und sie steht einfach daneben und interessiert sich nicht. Was ist kaputt mit ihr? Befördert. Yay, aber was? Das muss doch ein Bug sein, oder? Genau, plauder einfach mal eine Runde mit Summer. Was soll ich noch machen? Soll David jetzt tatsächlich noch keine Ahnung, mit ihr schlafen? Oder was sollen wir tun? Boah, das muss doch ein Bug sein, oder? Wir machen hier gerade miteinander vor ihren Augen herum. Und ihr ist das völlig egal. Ey, was ist denn nur los mit ihr? Oh, das passt so gut. Das passt so unfassbar gut. So, ich schreibe jetzt mal wieder ein Romantikbuch. Das trifft sich nämlich gerade gut, weil wir hatten so viele Romantikbücher von euch, die ich hätte schreiben können. Aber das Problem war ja immer, dass wir nie in der Stimmung dazu waren. Aber ohne Witz, das ist so storyperfekt, weil tatsächlich sehen wir jetzt, Summer liegt anscheinend überhaupt nichts an ihrer Ehe. Sie guckt zu und es interessiert sie überhaupt nicht. Ich kann es wirklich gar nicht glauben. Das ist der Hammer. So, Romantik, genau. Da hatten wir noch einen Romantiktitel und zwar das heiße Date. Dieser Buchtitel kommt von Karsi Ivan. Ich glaube, das sollte mal crazy, aber vielleicht war der Name irgendwie ein bisschen vergeben. Deswegen Karsi Ivan, das ist dein Buch, das ich dir jetzt widme. Aber ich glaube, dazu mache ich dann echt eine Umfrage, weil jetzt, also ich dachte wirklich, es wäre noch zu retten, diese ganze Beziehung. Weil sie haben direkt vor ihren Augen miteinander rumgemacht. Sie haben sich geküsst, sie haben geflirtet bis zum geht nicht mehr und es hat Summer überhaupt nicht interessiert. Also was bringt diese Ehe noch? Ich verstehe es nicht so ganz, wie sie wirklich so desinteressiert sein kann gerade. Ey, irgendwie glaube ich echt nicht, dass das richtig sein kann. Ich habe echt das Gefühl, dass es hier, weiß ich nicht, dass wir tatsächlich, entweder einen Bug haben oder ich weiß es nicht. Aber das halte ich einfach für Schwachsinn, dass sie sich dafür gar nicht interessiert, was David macht. Jetzt ist die Frage, meint ihr, wir sollten uns scheiden lassen oder nicht? Also, vielleicht finden wir ja später nochmal... Also, eigentlich war das nicht geplant. Eigentlich war das so überhaupt nicht geplant. Eigentlich wollte ich jetzt wirklich Summer eifersüchtig machen und dafür sorgen, dass sie sauer auf Allison wird und dass sie sich wirklich jetzt einfach mal so fühlt, wie sie David immer hintergeht, dass sie einfach mal spürt, wie das ist, wenn man wirklich verarscht wird und dann tatsächlich, ja, einfach hintergangen wird. Aber das hier, nicht mit Summer flirten. Nein, aber das ist jetzt, das schießt tatsächlich auch bei mir den Vogel ab. Also das hätte ich jetzt tatsächlich nicht erwartet, dass sie wirklich so wenig Interesse hat. Wow!
Nicht schlecht. Da muss sich David anscheinend noch ein bisschen was einfallen lassen. Bist du immer noch... Du bist nicht mehr schwanger! Du hast ein Kind bekommen! Wo ist das Kind? Wo ist das Kind? Wo ist das Kind? Wo ist mein Baby? Wo ist mein Baby? Wo ist mein Kind? Wo ist mein Kind? Warte. Muss das... Hier! Oh mein Gott! Oh mein Gott, sie hat Zwillinge bekommen! Sophie Cooper und Alina Cooper! Scheiß auf Genevieve! Lass rübergehen! Du bist Vater geworden! Rüber! Oh mein Gott, die Folge ist so genial! Summer interessiert sich nicht für ihren Mann. Scheißegal, ob der da mit Allison rummacht. Und wir sind Vater von zwei Zwillingen geworden! Oh Gott, cool! Oh, das ist so wahnsinnig toll! Also, ja, für Lee vielleicht jetzt nicht in diesem Moment, aber ansonsten ist voll cool! Oh Gott, ich hoffe, dass unsere liebe, Genevieve auch in unserem Unimädels-Let's Play, was ja ab morgen starten wird, dass sie da hoffentlich auch Zwillinge bekommt. Das wäre cool. So, schnell mal an die Türe klopfen. Jetzt ist Genevieve bei uns zu Hause und wir sind vor ihr weggerannt. Aber da müsste sich eigentlich Flora um die Zwillinge kümmern, oder? Okay, komm rein. Nee, Freya kümmert sich. Oh mein Gott, guck mal. Sophie Cooper und Alina Cooper. Oh mein Gott, seid ihr süß. Hallo. Also ich glaube, dass Lee echt ein guter Vater werden wird. Also irgendwie, wir wollten das ja erst so ein bisschen leugnen, aber gut, die heißt ein Cooper. Viel leugnen kann man da nicht mehr. Wo ist eigentlich Flora? Ist die jetzt ausgebüxt, weil sie gesehen hat, dass Genevieve tatsächlich Kinder von Dings bekommen hat, von Lee? Aber ich glaube, also auch wenn es mit der Mutter so nicht klappt... Nee, warte mal, Cooper heißt doch Genevieve. In welcher Welt bin ich gerade? Ich bin völlig verwirrt jetzt schon von den Kindern. Ich denke tatsächlich, dass Lee sich überhaupt nicht für Genevieve interessiert, aber dass er wahrscheinlich ein richtig guter Vater für seine Kinder werden wird. Und wir dann tatsächlich auch mit Allison jetzt eine Oma haben. Oh, wie cool ist das denn? Wir haben tatsächlich Zwillingsmädchen. Ach, das ist der Wahnsinn. Das ist so mega abgefahren. Oh, komm. Und vor allem, die sind so süß. Guckt euch die an. Die sind so schnuffig. Und vor allem, sie haben voll schöne Namen, muss ich sagen. Alina und Sophie, das sind voll die tollen Namen. Finde ich beide sehr, sehr schön. Aber ich frage mich echt, wo Flora hin ist. Ist die jetzt echt ausgebüxt? Obwohl. Aber das ist so schön. Oh, die Vaterfreuden. Ist das nicht süß? Vielleicht ist das ja wie bei How I Met Your Mother, Barney. Vielleicht ist das ja Lees große Liebe. Seine beiden Töchter, seine beiden Süßen. Ach, ist das süß. Ach, ist das niedlich. So, ich wechsle mal die Windeln und füttere sie dann schon mit einer Flasche. Also vielleicht ist das jetzt in euren Augen so ein bisschen falsch, in Anführungsstrichen. Weil ihr euch vielleicht denken könntet, ja, aber das ist doch Lee und er ist so sprungerfallen, was die Weiber angeht. Ja, das schon. Aber ich glaube, wenn er jetzt wirklich, weißt du, er liebt Genevieve nicht. Klar, das war ein One-Night-Stand, aber daraus sind zwei wunderschöne Babys entstanden. Seine beiden Töchter sind Zwillinge. Und ich glaube, gerade deswegen ist er einfach wirklich stolzer Papa. Also... Auch wenn er die Mutter nicht liebt, ich glaube, die Babys liebt er umso mehr. Und deswegen würde ich ihn schon gerne hier als guten Papa hinstellen. Als Draufgänger, was die Frauen angeht, aber als mega guten Papa, wenn man sich dann so überlegt, vielleicht ist er ja dann doch am Ende noch mit Flora zusammen oder kommt vielleicht dann doch noch mal mit Lucy zusammen. Wobei ich echt nicht weiß, ob ich den beiden noch eine Chance einräumen soll. Denn eigentlich Flora und Lee passen meiner Meinung nach auch richtig gut zusammen. Und dementsprechend, wenn man dann so überlegt, dass Flora gemeinsam mit Lee die Kinder dann zusätzlich aufzieht und weiß ich ja nicht, was Genevieve macht, die ab und an mal sieht, keine Ahnung, vielleicht beantragen wir sogar das Sorgerecht. Nur die Frage ist, ob Flora mit sowas leben kann. Ich glaube, er ist voll verspannt. Eieieiei, da muss ich ja wirklich sagen, da bin ich mal stolz auf dich, ganz ehrlich, also das finde ich wirklich, die beiden sind zuckersüße kleine Engel und wir haben jetzt tatsächlich, ach ist das schön, wir haben jetzt, ach ist das wunderschön, wir haben jetzt Alina und Sophie, wir haben Allison und überleg mal, der ist Opa, sie ist Oma geworden, oh das ist so super. Vor allem, wenn man so überlegt, dass Jay ja seinen Sohn auch nie richtig kennengelernt hat. Vielleicht interessiert er sich ja eher für seine Enkelkinder.
Aber darauf würde ich vielleicht nicht setzen. Aber Allison wird so vernarrt in die beiden sein, das kann ich euch jetzt schon sagen. Oh, ich würde sie am liebsten mitnehmen, einfach schnell einpacken und mit rübernehmen. Aber das geht natürlich nicht. Aber jetzt haben wir auch einen Grund, warum wir dann halt öfter hier sein sollten tatsächlich. Und zwar, weil wir dann ja jetzt einfach unsere Kinder hier haben. Ich weiß zwar nicht, was Genevieve jetzt noch drüben macht. Wahrscheinlich möchte sie sich schon mit der Familie gutstellen, so von wegen, hey. oh, die haben nichts im Ofen. Das ist natürlich schlecht. Dann werde ich auf jeden Fall mal was kochen. Ich würde mal sagen, wir verbringen dann den Abend jetzt einfach mal hier mit Lee. Und ja, werden dann mal gucken, dass wir uns um Sophie, beziehungsweise Sophie, ja doch, Sophie und Alina kümmern. So, ich switch dann mal wieder um. Lee macht das schon, hoffe ich. Aber das ist cool, oder? Oh, ich bin gerade so begeistert, muss ich ehrlich gestehen. Wie viel Freude doch Kinder machen können. Auch wenn sie noch kleine Babys sind und überhaupt nichts können. Aber sie sind so süß, meiner Meinung nach. Und ich bin so gespannt, wie sie sich entwickeln werden. Vor allem, wie sie sich jetzt im separaten Uni-Mädels-Let's Play entwickeln werden. Und wie sie sich dann tatsächlich in unserem Haupt-Let's Play entwickeln werden. Denn, ich weiß nicht, eigentlich, ich denke, ich werde euren Namen nehmen oder mir ein paar von euren Namen aussuchen, auch wenn ich Alina und Sophie richtig schön finde, aber die lasse ich dann so im Let's Play, denn leider geht es ja nicht, dass ich wirklich beide Familien gleichzeitig spielen kann in einem Spielstand, und dann sich die Geschichten so weiterentwickeln. Holy crap, Madame, was ist los mit dir? Alter Verwalter, das ist nun wirklich nicht sexy, kann ich sagen. Also das finde ich nicht wirklich hübsch bei ihr, das passt einfach auch nicht. Aber gut, wie gesagt, sobald wir dann die Möglichkeit haben, das wieder zu verändern, werden wir das definitiv machen. So, ich gehe erstmal hier ein bisschen das Klo säubern. So, ja, genau. Lee ist immer noch in Rosenheim beschäftigt. Und Summer, ich weiß nicht, was mit ihr los ist. Aber sie scheint echt rundum glücklich zu sein. Ich muss echt sagen, ich bin echt enttäuscht. Und ich glaube auch, unser guter David ist jetzt ein bisschen angepisst, weil, also ich denke schon, dass man da einfach dann ein bisschen beleidigt wird, ein bisschen dann auch einfach frustriert ist tatsächlich und sich denkt, Alter, ich habe gerade mit deiner besten Freundin rumgemacht, was ist los mit dir, warum stehst du nur daneben und tanzt wie eine Doofe? Hallo Genie. Ich trage keine Blümchen, Herzchen unter Hosen mehr und esse kein Fastfood. Sei dir das gesagt, Vibe. Also, oh, jetzt ist sie wütend, genau. Komm, arsch dich doch. Können wir wütende Sachen am Herz machen? Heiße Spaghetti. Oh, ich mach mal heiße Spaghetti. Das klingt cool. Ich habe noch nie wütende Spaghettis gemacht. So, ja, also, wie man sehen kann, hier geht's nicht wirklich voran. Ich gehe jetzt mal meine Berichte machen, damit ich die immerhin zu meinem nächsten Arbeitstag dann endlich mal fertig habe, weil ich möchte ja auch wirklich endlich mal befördert werden. Wir sind Level 3, wenn Lucy schon Level 4 ist, die viel später angefangen hat zu arbeiten. Ah, darum muss ich mich echt kümmern. So, und du musst langsam mal deine sportliche Perfektion erreichen. Ah, ich glaube, sie hat nicht so viel Lust auf sportliche Perfektion. So, trainieren 50% erledigt. Ach, guck mal, wir müssen tatsächlich auch trainieren inzwischen für unseren Job. Das trifft sich ja gut, dass wir dafür auch ein bisschen Fitness brauchen. Aber ich bin immer noch so ein bisschen enttäuscht über Summers Reaktionen. Oh, oh. Und sie feindet sich auch gerade mit Genevieve an. Ich glaube, du lässt gerade deine Wut bei jemandem falschem. Oh, Gott. Okay, ihr solltet ihr auf jeden Fall jetzt nicht zu nahe kommen, wenn sie diese Messer schwingt. Hallo. Alles gut. Mach deine Spaghetti. Aber es ist wirklich schade, dass wir echt die beiden nicht in einem Spielstand spielen können, weil sonst funktioniert das nicht so ganz, wie ich das möchte, weil sonst entwickelt sich diese Familie hier weiter, ohne dass ich darauf Einfluss nehmen kann. Und ich würde schon gern immer Einfluss darauf nehmen, was hier passiert und was hier so abgeht. Deswegen, ja, müssen wir diesen separaten Spielstand wählen, aber ich denke, das ist auch nicht so mega schlimm. So, hatten wir... Achso, okay. Warte mal, ich ersetze den einfach. Puh. Und ich gehe jetzt mal endlich meine Bestseller wieder. Davon war einer ein Bestseller, ne? Okay, Bestseller. Das Ellie ist für dich da, war der Bestseller. Und den Rest gehen wir an die Verlege verkaufen. So.
Alles klar. So, dann haben wir nämlich auch mal vielleicht wieder ein bisschen mehr Kohle, die wir ranscheffeln können. Erster Kuss voller Leidenschaft und Glückseligkeit nach dem ersten Kuss mit jemand Neuem. Schön. Der Literaturzirkel will die Arbeit von Allison lieben. Bescheidene Tantiemen, bescheidenen. Warum erhalten wir nicht mal coolere Tantiemen? So richtig gute, große, tolle, starke Tantiemen. Das wäre schön. So, ich würde aber trotzdem bitten, dass du weiter das heiße Date schreibst, denn ich möchte ja auf jeden Fall hier noch ein paar coole Bücher veröffentlichen und eure ganzen Kommentare mit euren Buchtiteln auf jeden Fall berücksichtigen. Leute, Mann, war das heute wieder der Hammer. Also wenn man so überlegt, dass wir jetzt tatsächlich so ein bisschen pendeln werden, immer jetzt hier im Haupt-Let's Play zwischen der Wohnung von unseren Uni-Mädels und halt unserem normalen Zuhause. Denn ich denke wirklich, dass Lee sich vorrangig tatsächlich jetzt auch um seine kleinen Babys kümmern möchte und einfach in der Nähe sein möchte, wenn sie pupsen oder schreien oder Fläschchen wollen oder so. Ich kann mir jedenfalls vorstellen, dass das richtig süß werden wird. Und deswegen schauen wir nochmal vorbei. Ach, guck mal. Flora ist inzwischen auch wieder da. Hallo. Hallo, Freude, auf deinem Gesicht. Hey, immerhin hasst sie uns noch nicht. Also scheint alles in Ordnung zu sein. Und jetzt verabschiede ich mich an dieser Stelle. Wir sehen uns erst am Montag wieder. Ja, tatsächlich. Denn morgen spielen wir ja das erste Mal mit den Unimädels. Und zwar in einem Spielstand von letzter Woche. Ich habe nämlich extra noch einen Spielstand hier abgesichert, um auf Nummer sicher zu gehen sozusagen, damit wir dann auch die Geburt hoffentlich von beiden Kindern, hoffentlich bekommen wir wieder Zwillinge, auch mitbekommen. Dementsprechend werden wir dann in einem etwas älteren Spielstand beginnen, aber das sollte kein Problem darstellen. Wie gesagt, die überschneiden sich ja sowieso immer wieder, wenn wir dann hier neben uns direkt den Haushalt haben. Und ja, wir sehen uns dann also morgen bei den Unimädels und nächste Woche Montag dann bei unserer Chaos-WG. Und dann werden wir sehen, wie es hier weitergeht. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und sage ciao.